Dafür, dass sie sich nur einige autonome Blumenkinder nennen, haben sie reichlich für Gesprächs- und richtigen Stoff gesorgt in Göttingen. Übers ganze Stadtgebiet haben sie ihren Samen verteilt. Also nicht ihren, sondern den dieser politisch vollkommen unkorrekten Pflanze, dessen wissenschaftlichen Namen auch diejenigen perfekt beherrschen, die in Latein immer eine 5 hatten. Cannabis. So wurde ihre Drogenfreigabe bundesweit bekannt und jetzt hoffen sie, na ja, auf Nachahmer. Naja, ich würde sagen, es ist ein Fanal gegen restriktive Drogenpolitik, die ja in Deutschland immer noch ja, sehr stark verbreitet ist. Genau. Genau. Was war nochmal verbreitet? Restriktive Drogenpolitik. Also jetzt fragen wir doch mal die Polizei, was das denn wohl ist. Oh, alle Rollladen runter. Niemand will uns zum städtischen Cannabis-Wildwuchs was sagen. Sogar vor der Wache wurde gesät. Vielleicht inspiziert die Polizei noch gründlich und prüft die Blüten auf Echtheit. Echt gespalten sind die Göttinger. Sollen sie lachen oder weinen über den neuen Kulturansatz in der Stadt? Das ist eigentlich eine lustige Aktion. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Also das ist schon daneben, ne? Ja, man merkt, dass das hier nicht von der CDU geführt wird. Die kriegt auch niemals einen so schönen Fotowettbewerb hin wie die Blumenkinder. Aber mitmachen dürfen auch CDU-Mitglieder und Fotos einsenden. Und wir kriegen gerade Post von der Polizei. Sie schreibt uns, nach Bekanntwerden der Aktion haben wir die Funkstreifen im Stadtgebiet sensibilisiert und angewiesen, entdeckte Hanfpflanzen zu entfernen. Na, das wird eine schöne Sommeraktion. Sehr sensible Polizisten, Tag und Nacht im Wettlauf gegen sehr pflanzenkundige Freunde der Hanf-Handy-Fotografie. Es haben halt alle ein Motiv in Göttingens Grünanlagen.